Ja, auf so ein Cave. Ohne dass wir dafür quasi solche Enderaugen benutzt haben. Weil um Enderaugen herzustellen zu können, braucht man erstmal Enderperlen, ne? Und das ist halt. Oh, ich dachte gerade, da ist so ein Gesicht drauf, wenn man näher hingeht. Ich frage mich immer noch, wie diese Brustrüstung das aushält. Oder sie geht gar nicht durch Fallschaden kaputt. Das könnte sein. Ich glaube schon langsam, dass die nur durch, ja, durch Angriffe kaputt gehen kann. Die Brustrüstung. Boah, Mordscave haben wir hier gefunden. Ja, brutal. Oh. Okay. Ist das hier eine Spalte? Nee. So. Hier ist auch keine Spalte. Auch keine Spalte. Ich würde ganz gerne Spalte finden. Ja, vielleicht, wenn sich keine Spalte auftut. Ich muss schon wieder husten. Bis gleich. Dabei kann ich aber schon mal weitergehen. Scheiße hier. Mal gleich ein paar Schafe scheren. Drei reichen eigentlich schon. Komm her. Komm her. Kommst du her? Kommst du her? Komm. Geh her. Sehr schön. Und du bist auch noch hier. Wunderbar. So. Ah, hier haben wir einen Lavasee. Ein bisschen direkt am Baum findet ihr nicht. Das wollen wir mal lieber nicht riskieren und scheren ihn ab, den hier. Was auch immer. Mann, ich brauche eine Spalte. Nee, keine Vagina, die redet, sondern eine Felsspalte. Ich glaube, ich zitiere zu viele Wörter von oder Aussagen oder wie auch immer von Two and a Half Men. Komm her! Dankeschön. Ich will eigentlich zwar nur dein Leder haben, um mir vielleicht mal wieder eine neue Rüstung zu bauen. Ja, hau nur übers Feld ab. Dein ganzes Fleisch will ich eigentlich gar nicht. Aber wenn du es mir so bereitwillig gibst, das kann doch nicht sein, dass es schon wieder Nacht wird. Boah, ey, leck mich doch am Arsch. Wichser. Und dann nicht mal eine Enderperle droppen lassen. Ja, das sind mir die Gerechten, hey. So, und jetzt gehe ich doch mal hier ins Cave. Denn sonst müssten wir uns hier draußen irgendwo rumschlagen. Erstmal hier in eine Richtung gehen. So. Gut, ab jetzt kann's starten. Die Mineraliensuche. Auf einmal taucht da dieser Enderman wieder auf. Er ist schon typisch Minecraft. So. Dann werden wir mal ein bisschen auf, ja, Mineraliensuche gehen. Und mal so ziemlich alles rausholen, was hier drin ist. Und vielleicht finden wir ja schon den ein oder anderen Diamanten. Was ich jetzt schon gefunden habe, ist quasi ein Zombie. Wobei darauf hätte ich auch noch ein bisschen verzichten können, der wäre wahrscheinlich da oben. Mama. Mami. Am schlimmsten sind eigentlich nur die Creeper, weil sie immer Ninja drin haben. Und die Spinnen, weil sie einen durch die Blöcke sehen können.
Kohle. Ah, nur eine. Ah. Hey, ich habe Eisen übersehen. Hey, oh. Komm her. Und dann wirst du sehen, wie ich dich mit meinem Steinschwert kaputt mache. Psychische Probleme? Was geht denn mit dem ab? Hallo? Ich bin hier! Ey, mich interessiert mal, wenn ich jetzt runterspringe. Der greift mich gar nicht an. Oh, doch, tut er doch. Ups. Aber nicht gleich direkt. Könnte natürlich eine neue Taktik sein, die er ausprobiert hat. Muss ich sagen, hat nicht wirklich gut funktioniert. Naja. Wir waren alle mal jung, jeder macht Fehler. Auch kein Eisen mehr. Und noch ein bisschen Kohle. Geht damit mal genug für die Fackeln haben. Wobei wir jetzt natürlich wieder... Ah gut, Holz haben auch ein bisschen was. Dann passt das schon wegen den Stickies. Das einzige Problem, was wir vielleicht haben könnten, ist dann später beim Hochgehen. Wenn wir tatsächlich irgendwie so einen Cave Spider Kack finden. Nicht Cave Spider, sondern generell so ein Cave. Mit Enderperlen-Zeug da. Dann müssen wir irgendwie wieder hochkommen. Und dann müssten wir uns in so einem Kreis bauen, weil wir wahrscheinlich nicht genug Holz für Leitern dabei haben. Und dann müssen wir uns immer so hoch krabbeln, bauen. Und diese Art hasse ich. Weil die so ernst lang dauert. Aber naja. Hab keinen Bock jetzt wieder hochzugehen, da oben ist es so nachtig und... Naja, wenn wir hier lang genug brauchen, um jetzt die ganze Kohle abzubauen, kann man vielleicht nochmal drüber reden, aber... At the moment, I think no. Warum habe ich eigentlich diese ganze Scheiße hier im Inventar vorne? Oh Mann, ich wünsche mir, dass endlich Minecraft für die Xbox rauskommt. Ich wäre wenigstens mal ein schönes Weihnachtsgeschenk, wenn dies zu Weihnachten releasen würden. Sie haben ja gesagt, later this winter. But, wann ist es? Wäre natürlich, wenn diese Folge läuft, das müsste jetzt eigentlich heute schon der zweite Weihnachtsfeiertag sein. Beziehungsweise nein. Stimmt gar nicht. Das müsste schon später sein. Das müsste vielleicht jetzt schon der Anfang vom quasi vierten Weihnachtsfeiertag sein, aber den gibt's ja gar nicht. Also 4 Tage nach Weihnachten sollte vielleicht diese Folge ausgestrahlt werden. Dürfte dann auch ziemlich am Anfang sein, weil jetzt habe ich glaube ich so fast 5... Ja, nee, das ist noch am Ende. Ziemlich am Ende der dritten Folge quasi. Ich brauche noch einen Schluck Wasser. Ups. Das geht ja auch gleich wieder im Arsch. Diese Schande hier. So. Aber trotzdem schauen wir, ob wir uns die Kohle hier nicht holen können. Machen wir mal so. Dann haben wir eine natürliche Lichtquelle. Und schon langsam dürfte ich eigentlich echt genug Kohle abgebaut haben. Ich glaube, ich werde noch mal kurz nach oben gehen wegen Holz.
Das ist mir fast lieber, dann bin ich auf der sicheren Seite unten. Denn sonst her, finden wir das wieder nicht, das wäre echt scheiße. Haben wir noch eine Eisenspitzhacke? Nö, natürlich nicht. Wir denken auch an sowas. Aber Kohle dürften wir mittlerweile schon einiges haben. Komm her. Du Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Es ist, was meint ihr, zweiter Stack oder schon der dritte? Ich glaube, es ist erster, zweiter. Oh, das da oben ist ein bisschen unsicher. Ich schau mal kurz. Ja, erster, zweiter. So, ich werde jetzt aber erst nochmal nach oben gehen. Oh mein Gott, ich habe Kohle übersehen. Wow, 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 wow. Wow. Okay. Irgendjemand tut sich da die ganze Zeit weh. Spinnen, so wie es anhört. Scheiß Headset. So. Zack. Ey, was ist denn euer Problem? Ups, da war auch noch Kohle. Oh. Oh. Mhm. Ah, es wird erst wieder Tag, okay. Mhm. Verstehe. Ich verstehe. Du verstehst? Ja. Oh, weißt du, Charlie, das bedeutet mir wirklich sehr viel. Ich verstehe. So, gut. Dann werden wir mal hoffen, dass uns nicht gleich ein Creeper überrascht. Ein annoying Sound. Upsalari. Ja, verbrenn nur. Oh. Oh. Muss nicht endlich mal sterben. Ey, yo, yo, Bro. Ich dachte, am Tag seid ihr friendly oder so. Creeper, 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 Creeper. Kein Creeper. Cool. Das hier ist eine creeperfreie Zone. Nee, nicht ganz. Oh, ich habe gar kein zweites Schwert dabei. Ja, gut, dass wir hier nochmal hochgegangen sind wegen dem Holz. Creeper hat mich schon gewittert. Wo ist er? Da ist er. So, jetzt runterfallen. Ein Spaß für die ganze Familie. Creeper Kinect. Jetzt für die Xbox 360 und Kinect. Steuern Sie Ihren Creeper mit Kinect-Steuerung. Das ist sicher auch mal so ein richtig cooles Spiel. Das ist einfach so ein saubrutales Kinect-Spiel. Wo du einfach irgendwie so immer so... kann ich das überhaupt sagen? Bringen irgendwie so? Nee, ich lass es mal lieber. Das wäre so typisch Amerika. Irgendwie so. Bei denen würde es mit Sicherheit ab 16 oder so ungeschnitten, also ja, ich glaube geschnitten gibt's in Amerika gar nicht. Leck dich, du Schaf. Verpiesel die. Dat dabei, so.
das geht. Kauf mal was und dann schaust, dass du schleichst. So. Ich komme schon wieder nicht hoch. This is so annoying, because... Ja. Weil ich dann immer auf diesen scheiß Storklotz da umgreifen muss.